Herzlich willkommen zum zweiten Teil der Präsentation des Palladium Telekassetten Games. Hier geht es um einen Kurzvergleich der ersten Version der Konsole mit der überarbeiteten späteren Variante, um Verarbeitungsqualität, kurz um ein paar Kompatibilitäten und Inkompatibilitäten zu anderen PC50X-Konsolen, sowie um ein paar weitere Informationen zu den Spielen. Hier rechts steht die bereits bekannte erste Variante der Konsole, im Karton hinten die neuere Version. Diese packen wir nun zum Vergleich zuerst einmal aus. Zunächst fällt auf, dass beide Konsolen trotz unterschiedlicher Optik die gleichen Gehäuseschalen haben. Optisch gänzlich unterschiedlich sind jedoch die Bedienelemente. Die ältere Version wirkt deutlich wertiger. Der Eindruck setzt sich bei der Haptik fort. Rechts fühlen sich die Schiebeschalter deutlich wertiger an als links. Links sind die Spielwahltaster deutlich kleiner als rechts. Beim Drücken berühren die Fingerkuppen das Gehäuse. Das fühlt sich nicht wirklich angenehm an. Spätestens beim Modulschacht vermutet man links eine deutliche Kostenreduzierung, denn während die ältere Version noch eine Staubschutzklappe hat, fehlt die links. Von links, rechts und unten sind die Konsolen bis auf den Aufkleber auf der Unterseite identisch. Hinten gibt es jedoch Unterschiede. Die alte Version hat einen Lautstärkeregler für den internen Lautsprecher, die neuere Version nicht. Das liegt daran, dass die Konsole gar keinen internen Lautsprecher mehr hat, sondern der Ton über das Kabel an den Fernseher übertragen wird. Das Kabel ist bei der neueren Version rund 2 Meter kürzer. Die Kostenreduzierung setzt sich im Inneren fort. Das Platinenlayout hat sich deutlich geändert. Bei der alten silbernen Variante ist deutlich mehr Material verbaut. Hier wird auch noch mit Pfostensteckern gearbeitet, während hier links bei der neueren Version das Bedienteil einfach angelötet ist. Im Detail ist die Verarbeitungsqualität gleich, naja, nennen wir es mal interessant. Zum Beispiel das aufgeklippte Bedienteil ist bei beiden Geräten nachträglich verschmolzen worden. Das sieht tatsächlich so aus, als hätte nachträglich jemand einen Lötkolben fester drauf gedrückt. Bei den Controlleranschlüssen sehen wir dasselbe. Naja. Diese Baugruppe hier für die Bildausgabe ist bei der linken Variante übrigens immer noch vorhanden, die ist allerdings auf der anderen Platinenseite montiert. Daher sieht man das hier nicht, aber es hat andere Auswirkungen, das sehen wir uns von außen an. Durch die technische Änderung lassen sich die Spielmodule bei der neueren Variante nicht so tief versenken wie bei der alten Variante. Technische Auswirkungen hat das allerdings nicht. Sprechen wir kurz über die Verarbeitungsqualität der Controller. Die hat sich bei diesem Nachfolgemodell leider auch nicht geändert. Das Gehäuse wirkt billig. Ich nehme das mal in die Hand und drücke das ein bisschen. Das knatscht alles. Verschraubt sind die auch nicht, hatte ich im ersten Video schon gezeigt. Und wirklich schlimm ist die Verarbeitungsqualität dieser Gummiummantelung von den Steckern. Das passiert nämlich immer wieder, dass das Innenleben in der Konsole stecken bleibt und man den Rest dann in der Hand hat. Das gibt es woanders besser. Wir haben hier einen Controller von einer Sanwa-Konsole. Da ist der Stecker richtig stabil, der Taster ist wertig, das Gehäuse fühlt sich besser an. Also das geht auch anders, wie es scheint. Und dann kommen wir direkt zum Thema Kompatibilität. Jetzt kommt der große Test. Die Controller von Sanwa passen wunderbar in die Palladium-Konsole. Wir sind jetzt der gelbe Schläger. Und runter. Und hoch. Und runter. Ja. Rechts geht nicht, links geht nicht, Taster geht auch nicht, also völlig inkompatibel. Gute Nachricht, sind die gleichen Komponenten drin verbaut wie in den Palladium-Controllern und man kann das umbauen, ja. Also sieht man hier, wenn man das richtig beschaltet, kann man diese Controller auch an der Palladium-Konsole nutzen. Aber bei der Palladium-Konsole sind sämtliche Pins am Controller beschaltet und zusätzlich dieser äußere Ring. Der Sanwa-Controller hat allerdings nur ein sechsadriges Kabel und bauartbedingt lässt sich dort dieser Stecker, dieser Ring, überhaupt nicht beschalten. Das heißt, wenn man die umbauen will, dann muss man das komplette Kabel wechseln und den Stecker auch. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass jemand zu Hause 20 Sanwa-Controller liegen hat und eine Palladium-Konsole ohne Controller, hier kurz, könnt ihr Screenshots machen, ganz provisorisch einmal der Stecker von vorne als Schaltbild und dann wie das innerhalb des Controllers verlötet werden muss. Natürlich nicht in der miesen Qualität, wie ich das gemacht hatte, aber als ich merkte, dass ich das Kabel gar nicht verwenden kann, hatte ich auch nicht mehr so richtig Lust dazu. Und natürlich, eine Haftung dafür übernehme ich nicht. Dann
sprechen wir noch kurz über Kompatibilität, und die ist im Grunde zwischen den Herstellern nicht vorhanden, weil da jeder sein eigenes Süppchen gekocht hat. Das Einzige, was man wirklich garantieren kann, ist, dass diese beiden Konsolen untereinander kompatibel sind, einschließlich der Spielmodule, und dass diese auch noch kompatibel sind mit dieser MBO-Konsole. Alles andere, dafür gibt's keine Gewähr, wahrscheinlich passt das nicht. Zum Schluss noch ein paar Ergänzungen zu den Spielen. Im ersten Teil hatte ich behauptet, dieses Marinespiel sei für die Palladium-Konsole erschienen. Dessen bin ich mir nicht mehr so sicher, denn auf dem Karton der neueren Palladium-Konsole ist dieses Spiel nicht abgebildet, auf dem ersten Karton auch nicht, im Katalog auch nicht. Aber es war zumindest in der ersten Anleitung mit Bestellnummer angegeben und auf dem MBO-Karton ist es auch aufgedruckt. Allerdings tendiere ich dazu, weil ich es auch nirgendwo gesehen habe seitdem, dass es dieses Spiel für diese Konsole gar nicht gibt. Dann kommen wir zum Motorradspiel, das einen Cheat-Modus hat, wenn man das so nennen will. Und zwar gibt es diesen Modus, bei dem man über Busse springen muss, also über 8, 9, 10 und so weiter. Maximal bis 30 steht in der Anleitung. Das kann man abkürzen, indem man nämlich das Zeitfahren einstellt und dann gleich wieder zurück, sobald man gestartet ist, zurückspringt in dieses andere Spiel. Dann nimmt er nämlich sofort so viel Busse zum Überspringen, wie man vorher an hundertstel Sekunden verbraucht hat beim Zeitfahren. Also da wird der Speicher nicht gelöscht. Da kann man also abkürzen. Ja, dann zum Abschluss. Das wahrscheinlich kürzeste Longplay der Welt. Einmal spielen wir das Autorennen durch und dieses Longplay, das perfekte Spiel, 15:0, das dauert ungefähr 29 Sekunden. Stopp, fertig, Spiel durchgespielt. Ja, vielen Dank. Ja, damit bin ich auch am Ende des Videos. Ich wüsste auch nicht mehr, was ich jetzt noch über diese Konsolen erzählen könnte. Ist eigentlich alles gesagt. Insofern, wer bis hierhin durchgehalten hat, vielen Dank fürs Interesse.